Servus Leute, heute geht es um Linien in der Fotografie. So, was sind diese Linien und was können wir damit anfangen? Gut, Linien sind im Endeffekt alles, was das Auge des Betrachters führt. Guck mal hier lang. Wenn man einmal angefangen hat, sich sowas anzuschauen, dann kann man es eigentlich nicht mehr nicht sehen. Das Ganze funktioniert jetzt im Endeffekt wie diese Linie hier. Also wenn ich hier ein kleines bisschen weiter zurückgehe, haben wir da oben, hier oben glaube ich, sind so ein paar Linien, die in diese Richtung zeigen. Hier ist eine relativ prägnante Linie, die genau in meine Richtung zeigt. Wir können damit den Blick des Betrachters auf einen bestimmten Punkt lenken. Schön ist das immer, wenn man Straßen hat oder wenn man irgendwelche Eisenbahnlinien hat oder sowas. Das sind immer prägnante Linien. Der Straßenrand, irgendwie so eine Mittellinie oder sowas in die Richtung. Das ist alles was wir verwenden können, um eben ja, den Blick unseres Betrachters zu lenken. Durch die Perspektive wirkt es dann bei kerzengeraden Linien so, als würden sie im Horizont zusammenlaufen. Jetzt müssen wir nur auf eines achten, und zwar, dass an diesem Horizont, in diesem Horizont auch etwas Interessantes ist und die Linie nicht einfach nur irgendwo hingeht. Als Beispiel kann man hier hergehen und ich sage mal, wir nehmen jetzt die Linie hier neben, die schön die Parkplätze markiert. Wir können aber auch die Linie hier neben auf der anderen Seite nehmen und irgendetwas Interessantes hier vorne platzieren. Und da ist es ganz automatisch so, dass der Betrachter diesen Linien folgen muss. Wir müssen den Linien entlang schauen und müssen dann in dem Moment auf das eigentliche Motiv schauen. Wir haben gar keine andere Wahl als Betrachter. Und so kann man die Leute, die die Bilder sehen, fast hypnotisieren. Man kann es eigentlich als hypnotisieren bezeichnen, weil sie haben keine andere Wahl. Und den Blick des Betrachters lenken auf ein passendes Motiv. Diese Linien kann man jetzt auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen verwenden. Worauf ihr auf jeden Fall achten solltet, das ist immer so was, was mich total stört, wenn das überhaupt nicht gegeben ist: Symmetrie. Die Linien sollten entweder gerade durch ein Bild laufen und sich in der Mitte des Bildes treffen oder ja, sie sollten vom Rand kommen und zu einem Motiv hinleiten. Das ist so das Typische, was man eigentlich kennt. Und wenn das nicht gegeben ist, wirkt das so ein kleines bisschen eigenartig. Oder stellt euch vor, ihr habt so eine Linie, an der ihr entlang schauen müsst und das Motiv, das ist plötzlich hier. Ihr müsst hier lang schauen, aber ich bin eigentlich das Motiv und ihr schaut nach da drüben. Ihr wollt nach da drüben schauen, weil da vielleicht irgendwas Interessantes sein könnte. Wenn ihr also Linien im Bild habt, nutzt sie, lasst sie für euch arbeiten und arbeitet nicht komplett dagegen. Das wirkt eher, ein bisschen komisch, ein bisschen unprofessionell. Doch ich zeige euch jetzt mal ein Beispiel, wie man das perfekt einsetzen kann. Was ihr jetzt seht, ich hoffe, ihr bemerkt es in dem Moment, wir haben hier mehrere Linien im Einsatz. Wir haben einmal diese Kante hier drüben, wir haben die Kante da unten, wir haben die Linien da oben, wir haben die Linie hier an der Seite. Ich hoffe, man sieht sie ebenfalls auf dem Video. Und das sorgt dafür, dass ihr gezwungen seid. Ihr müsst zwanghaft in Richtung dieses Autos gucken. Es ist rot, das macht es noch ein bisschen einfacher, weil knallige Farben sorgen ebenfalls dafür, dass man irgendwo hinschauen möchte, irgendwo hinschauen muss. Deswegen haben Bauarbeiter beispielsweise auch so orangene Westen an, weil es so Signalfarben sind, die ziehen das Auge magisch an. Und ja, dementsprechend kann man das für seine eigene Bildgestaltung nutzen. So, um euch mal zu zeigen, was ich mit diesem Symmetrieproblem meine. Diese Linie hier ist nicht genau symmetrisch zu der da oben und das stört mich total. Also egal, wie man jetzt die Kamera, wenn man sie so hält, sieht es zwar so aus, aber wirklich symmetrisch ist sie nicht. Ja, ich hasse sowas. Ich hoffe, ich bekomme keine Probleme, weil ich hier auf dem Mutter-mit-Kind-Parkplatz oder sowas geparkt habe. Aber heute ist Feiertag. Ich glaube, da stört sich momentan keiner dran. Das ist auch der Vorteil hier. Deswegen ist dieses Parkhaus oder dieses Parkdeck auch so unglaublich leer. Finde ich richtig genial. Ich habe hier, glaube ich, seit ich hier bin und das Video drehe, zwei Autos gesehen. Ich glaube, da vorne kommt gerade noch eins. Egal. Nee, aber auf jeden Fall, Linien sind etwas extrem Wichtiges. Ihr solltet sie auf jeden Fall in eure Fotografie einbauen. Im ersten Moment denkt man jetzt, das passt doch eigentlich nur für die Landschaftsfotografie. Gebe ich euch theoretisch recht, in der Landschaftsfotografie oder Architekturfotografie sind diese Linien extrem beliebt und da finden sie auch definitiv Einsatz. Doch nicht nur in den Bereichen, auch wenn man Porträts fotografieren möchte. Stellt euer Model doch einfach mal so hin, dass diese Führungslinien genau auf das Modell zeigen. Hier ein Beispielbild. Hier habe ich ein Modell auf dem Radweg fotografiert und diese Linien, also die Linie des Radweges, sorgt eben dafür, dass man quasi zum Modell gucken muss. Auch alle anderen Linien in dem Bild zeigen in die Bildmitte, da wo das Modell steht. Und ja, das ist eigentlich eine wunderbare Art, den Blick eines Betrachters zu führen. Geht auch ein bisschen anders. Hier ist der eigenen Kreativität natürlich keine Grenze gesetzt. Da hinten ist ein Ausgang, der funktioniert. Immer das Gleiche. Gut, worauf wollte ich hinaus?
verwendet Linien, es sieht viel besser aus. Habt ihr in dem Thumbnail von dem Video schon gesehen, in dem habe ich selber auch Linien verwendet, um die Aufmerksamkeit ein klein bisschen mehr auf mich selber zu lenken. Ihr braucht eigentlich nichts groß in der Bildbearbeitung zu beachten. Ist eigentlich nur richtig fotografieren und dann sieht es schon genial aus. Also, heute kurzer Quick-Tipp und genau, wenn ihr mehr lernen wollt zum Thema Linien, zum Thema Bildgestaltung oder sowas in die Richtung, ich habe eine gigantische Sektion in meinem Fotografie einmal ins Videokurs, beziehungsweise ja, schaut mal vorbei auf fotografieren-lernen.eu, da findet ihr noch deutlich mehr Tutorials und zwar alle komplett kostenlos. Wir sehen uns beim nächsten Mal, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, postet gerne Links zu euren Bildern, wo ihr Linien verwendet habt, ich würde mich freuen, ich lasse auch gerne mal ein Feedback da, alles gar kein Thema und ja, wir sehen uns einfach im nächsten Video.